Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Thema-Guide präsentieren. Heute geht's um den kleinen Trick, wie ihr, ohne dass ihr quasi großartig raidet, mit euren Twinks das komplette NHC und HC-Set vollkriegt und auch die T-Mox bekommt. Und wie das funktioniert, will ich euch jetzt hier mal zeigen. Und zwar haben wir ja den Vorteil, dass wir jetzt mit Patch 10.07 von den Rares quasi zugeworfen werden mit diesen 385er Items. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, von welchen Rares ich spreche, auf der verbotenen Insel gibt es ja eine Menge Rares und wenn man da ein bisschen rumfliegt und die mitnimmt, kriegt man relativ viel von dem Stuff. Auf meinem Main bzw. dem einen oder anderen Twink habe ich das ganze Inventar voll mit dem Zeugel und die Dinger kann man umwandeln. Das Schöne ist, diese Umwandlungs-Items sind Item-Level 385 und sie sind auch Blizzard-Account gebunden. Heißt, ihr könnt ihn zu jedem Char auf allen euren Accounts auf einem Blizzard-Battlenet-Account schicken, sowohl Horde- als auch Allianz-Seite. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das Item nehmen und umwandeln, können wir das bei den Twings in diesen Katalysator reinstecken. Belebungskatalysator, Konsole heißt das Ding. Das kennt ihr ja bestimmt. Das ist hier oben in Taldrassus auf den Koordinaten 60, 53. Da habt ihr beim Vault jede Woche quasi eine Quest, wo ihr dementsprechend den Balken auffüllen müsst über Gruppenaktivitäten. Da geht ja auch zum Beispiel die Jagd oder das Keep-Event oder ihr macht den Plus, BGs, Raids, da könnt ihr ja alles machen. Ne? Das ist auch alles schön accountweit. Und dementsprechend habt ihr wahrscheinlich mit den Twinks einige Aufladungen schon rumliegen, ohne dass ihr mit den Twinks überhaupt irgendwas gemacht habt. Heißt, solange die auf Max-Level sind, könnt ihr die Items hier rüber schicken. Diese Items könnt ihr dann wiederum umtauschen, seht ihr, hier in ein Raid-Tier-Set. Und das ist dann das Normal-Set. Und warte mal, bevor wir das jetzt machen, kann ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt hier mit dem Worry noch nie einen Raid betreten, aber habe schon das Normal-Set fast komplett fertig. Das ist jetzt das Letzte, was mir fehlt, die Hose. Die wandle ich jetzt um. Und jetzt habe ich über diese Items, die ich quasi vom Main rüberschicken kann, das komplette Normal-Set zusammen, ohne dass ich großartig was machen musste mit dem Char. Und ja, habe dann theoretisch auch, die Sachen kann ich natürlich auch anlegen. Und habe dann natürlich halt auch hier die Set-Teile. Ich habe das jetzt nicht nur mit dem Char gemacht, sondern auch mit teilweise anderen Worry-Chars, die ich nur hatte, weil der hat schon ein bisschen Gear, ne? Hier sind wir aber noch nicht fertig an der Geschichte, sondern wir können diese Items jetzt noch upgraden. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir sie upgraden, kriegen wir dann auch noch das HC-Set zusammen. Das sieht beim Worry sogar relativ cool aus, muss ich sagen. Und wie das geht, will ich euch jetzt mal zeigen. Also wir fliegen jetzt quasi runter von dem Belebungskatalysator wieder zu einem Aufwerthändler unseres Vertrauens. Das gibt ja mehrere mittlerweile. Ich fliege hier mal ganz gern zu dem PvP-Hanswursten. Und zwar ist der in Valdraken hier unten drin. Und wenn ihr mit dem quatscht, dann können wir jetzt dieses Item wiederum auf Stufe 3 upgraden. Und dafür brauchen wir ungenutztes, verbotenes Wissen. Und das droppt auch von den Rares. Das kriegt ihr ziemlich gut. Ich habe jetzt 2 Tage Rares umgehauen und habe schon einige. Ich kann euch das mal zeigen, zum Beispiel mit meinem Hunter. Mit dem haue ich immer zusammen mit dem Main die Rares um. Und da habe ich alleine von dem Zeug jetzt schon 15 nach 2 Tagen. Und ihr braucht halt, glaube ich, 9 maximal von den Dingern. Dann könnt ihr halt alles auf Rang 3 upgraden, was zum Beispiel das Set angeht. Jetzt nehme ich das, grade das ab. Und ihr hört über All the Things. Ich habe nochmal ein Timok-Item bekommen. Und jetzt können wir reingucken, wo ist es? Hier Sammlungen. Jetzt seht ihr, habe ich das HC-Set auch voll. Ne? Ohne jetzt jemals im Raid gewesen zu sein, könnt ihr einfach über die, über die Rares eure ganzen Sets bei allen Klassen theoretisch auf 395 erhöhen und habt damit, wenn ihr es in der Reihenfolge macht wie ich, also erst oben mit dem Katalysator das 385er umwandeln und es dann erhöhen, sowohl das Normal- als auch das HC-Set zu holen. Kleiner Wermutstropfen, diese Items, also dieses Upgrade-Zeug auf 365, das ist seelengebunden, heißt, ihr müsstet dann mit dem Twink, der dementsprechend das HC-Set will quasi die Rares umhauen. Da sind aber so viele Leute. Ich mach's mit den low-equipten Twink meistens auch nur so. Ich tapp den einmal und krieg den Loot. Also schwer ist es ja im Endeffekt nicht. Ne? Ihr müsst ja dann nur einmal quasi mit draufhauen. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem, was ich euch zeigen wollte. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz nett. Ich persönlich werde es jetzt wahrscheinlich so machen, dass ich so nach und nach mit allen Klassen mir das NHC und das HC-Set darüber hole und spare mir da bestimmt viel Zeit, als wenn ich jetzt da mit allen Chars raiden würde. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass der ein oder andere reingeschalten hat. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.